bei wunderschönem Herbstwetter auf dem Weg zum Canadian Trail hier in Freiburg. Bin mal gespannt. Schon oft gehört, noch nicht gefahren. Ganz hübsch hier. Voll gedacht, hier wäre so ein riesen Felsen, aber keine Ahnung. Das ist der Kübfelsen. Keine Ahnung. Ja. Ah, Fahrrad. Mach mal. Schöpfer. Uiuiui. Spitze Steine. Loses Zeug. Ja, hier hat es genauso wenig geregnet wie bei uns. Loses Zeug ohne Ende. Über den Grenzstein ist das. Cool. Okay. Wo fahre ich lang? Das ist so ein bisschen Lenker festhalten und hoffen, dass man keinen losen Stein trifft. Und da unten noch viel mehr Lenker festhalten. So ein Ding mit so einem Kompressionsdrop. Puh. Das Ridge-Ding da oben war auch lustig. Boah. Okay. Ich schätze, man hat es gehört. Lustige Erosionsschneise. Jetzt Apfel. Ja, gab ein kleines Apfelsegment auf noch einen versetzten Berg und jetzt geht's weiter. Upsa. Dein Feld. Schwarzsprung, Vorsichtsprung. Okay. Haben wir vorhin angeguckt. Wollte ich da rein. Nicht angeguckt. Okay. Ups. Komm. Schon nicht so hippie hier. Ich habe das Gefühl, ich hätte einen Platten, aber ich hoffe es mal nicht. Noch Holz. Transferstück. Jump. Jetzt haben wir hier. Okay. Ja, Transfer. Irgendwie fühlt sich
Hinterreifen schwammig an. Ups. Oh Gott, ist das lose, ey. Oh, ist eine Staubwolke. Was ist mal hier? Darf man nicht so schnell nehmen. Das hätte man springen können. Und was ist das? Auch ein Sprung. Schon viel loses Zeug aktuell auf den Strecken, krass. So, Flowtrail oder was? Cool. Aua. Okay, kein Gap, oder? Weiß nicht. Oh, cool, ein Drop. Ich hab noch gesessen. Okay. Triple. Oh, fuck. The Jump. So, Sprung gucken wir uns natürlich an. Der Trail ist schon ziemlich lang, muss ich sagen. Aber das war noch nie was Schlechtes. Fünf Wellen. Weiter geht's. Was, wo, wie, was, hä? Zu viele Möglichkeiten. Ich alles nicht finde. Gott, ist das lose alles. Koi. Cool. Was verpasst? Einen blauen Pfeil gesehen. Ist ja übel mit dem Staub hier. Weiter geht's. Bomb. Ah.
Ach, ich mag unseren Pfälzer Boden lieber. Schaut's aus. Was wär's das hier? Das war dann der Canadian Trail und dann diese Borderline und was auf der anderen Seite noch ist, das hau ich in einem anderen Video raus. Aber ich sehe schon. Ooh.